Trainierst du fleißig bei dir im Studio an den Pfeifgeräten? Aber wusstest du, dass jedes Gerät aus einer freien Übung heraus entstanden ist? Hier für dich, für zu Hause, die freien Übungen als perfekte Ergänzung zu deinem Pfeiftraining. Mein Name ist Claudio Trento, ich bin in der Pfeifakademie als Mastercoach tätig und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deinem Training. Wir brauchen wieder ein Band. Wir greifen außen, Arme oben, Arme strecken. Ich stelle mich seitlich hin, dann siehst du es besser. Meine Arme arbeiten jetzt einfach mal im geöffneten Zustand nach hinten. Und du achtest bitte darauf, dass du deine Ellbogen durchgestreckt lässt und deinen Brustkorb immer nach oben ziehst. Okay? Atmen. 20 bis 25 Sekunden oder 5 tiefe, entspannte Atemzüge. Okay. Einmal die Arme wieder nach vorne. Dann darfst du einmal sehr gerne zur Seite legen, Hände nach hinten aufgestützt, Hüfte nach vorne, Brustkorb nach oben, Kinn auf die Brust, Rückbeuge, nach hinten lehnen. Wenn du merkst, der Po spannt sich an, dann versuche ihn bitte locker zu lassen. Wenn du merkst, es ist zu schwer, ihn locker zu lassen, spann ihn aktiv an und versuche ihn dann locker zu lassen, dass du das Gefühl des Lockerlassens kennenlernst. Auch hier 5 Atemzüge. Immer weiter in die Rückbeuge hineinarbeiten. Alles, was vorne ist, spannt an. Alles, was hinten ist, ist locker. Komm raus und lehn dich nach vorne. Deine Hände wollen schweben. Die wollen nicht den Boden berühren, sondern die wollen erschweben. Wenn du beweglich oder zu beweglich bist, dann arbeite lieber nach vorne. Lehn dich auch leicht nach vorne, dass deine Zehen und Füße wirklich in den Boden hineinarbeiten müssen. Dass du auch wirklich auf die Beinrückseite einen Übertrag bekommst und hier in die Länge eben arbeiten kannst. Von hier nehmen wir das Band jetzt wieder mit nach oben. Ich stelle mich zu dir. Und wir machen die Flanke. Einen Arm nach oben, der andere Arm am Körper. Hüfte nach außen, nach unten beugen, um maximale Länge in der Seite zu kreieren. Und jetzt darfst du anfangen, so viel Zug, wie du brauchst, zu nutzen. 5 Atemzüge, immer länger werden, immer länger werden, immer länger werden, immer länger werden. Und wechseln. Arm nach oben, Hüfte nach außen und Länge. Ein Band. Öffne deine Beine, schieb die Hüfte nach vorne, Brustkorb nach oben, Hüfte schiebt weiter, Oberkörper mehr nach hinten. Und wenn wir jetzt in dieser grätschenden Position sind, stelle ich mir vor, dass ich meine Füße nach innen zusammenarbeite, dass theoretisch in der Matte, in der Mitte eine Welle entstehen würde. Dieses Gefühl habe ich jetzt in den Beinen und dabei schiebe ich die Hüfte nach vorne, dass ich alles, was innen ist, aktiviere. Unglaubliche, geniale Übung für die Leiste im Bezug zu zum Beispiel Rückenschmerzen. Wenn du das jetzt halten kannst, nimm mal einen Arm weg, rotiere dich nach hinten, die andere Seite der Hüfte kommt mit nach vorne und die schiebst du aktiv nach vorne. Auch hier maximale Länge. Halten. Und wechseln. Denk an diese Seite, die kommt nach vorne. Knie bleibt gestreckt. Ich schaue der Hand hinterher und werde immer länger. Sehr gut. Stand beendet. Wir kommen nach unten in den Boden. Erste Übung, Spagat. Und dafür brauchst du ein Handtuch oder eine rutschige Unterlage. Stell deine Ferse auf, stütz dich ab oder nimm dir etwas, worauf du dich abstützen kannst.
und dass du dich einfach sichern kannst. Darum geht es. Bitte streck dein Knie komplett durch, dein Sprunggelenk bleibt locker. Lehn dich nach vorne und schiebe nach vorne in deine persönliche maximale Grenze. Halte auch das wieder 5 Atemzüge. Und bitte nimm dir die Höhe, die du brauchst, und dass du dich wohlfühlst in dieser Bewegung. Erste Seite. Zweite Seite. Knie gestreckt, Sprunggelenk locker, Nase nach unten. Und schieben, schieben, schieben. Achtung, je weniger du dich hältst, desto intensiver ist es. Kleiner Tipp. Auch hier wieder lösen. Wir bleiben auch gerade in dieser Position. Stützen uns auf. Kommen mit der Hüfte nach oben. Versuchen die Ferse immer mal wieder auf den Boden zu bringen. Nimm mein linkes Knie nach vorne, lege es ab und versuche jetzt, deine linke Seite vom Gesäß in Richtung Boden zu bewegen. Arme weit nach vorne, halten, auch gerne mal deinen Arm anheben. In 5 Atemzügen, auch hier wieder immer weiter hineinkommen in die Übung. Wir wechseln, indem wir ganz kurz in die Kugel-Liegestütz kommen. Einmal die Fersen wieder durcharbeiten. Und wir nehmen das rechte Bein nach vorne, abgelegt. Gleiches Spiel, Hände weit, Oberkörper tief. Denk bitte auch hier an dein Schienbein, das drückt wirklich aktiv in den Boden hinein. Übernimm die Kontrolle in dieser Bewegung und atme. Hintern locker und ab geht's nach hinten in den Kniestand. Hier noch wichtiger, den Hintern locker zu lassen und lass dir Zeit. Mach bitte die Gegenbewegung. Und das war's auch schon. Unsere Empfehlung ist, dieses Programm 2-mal in 10 Tagen durchzuführen, um dein Beweglichkeitstraining auch zu Hause eben aufrechtzuerhalten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Mach was draus.